So, da sind wir mal wieder und ich musste weit weniger umbauen, als ich am Ende der letzten Folge befürchtet habe. Nichtsdestotrotz werden wir hier noch ordentlich was zu tun kriegen und ja, es wird zwischendurch vielleicht ein kleines Wimmern kommen. Meine Frau wurde gestern wieder geimpft und hat tote Arme. Wie das manchmal so ist. Und ja, bevor wir hier lange schnacken, halte ich nochmal meine Kamera an. Meine Kamera in die Kamera, ja, meine Tasse in die Kamera. Und wird dann einfach sagen. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ich habe mich mal wieder selbst in der Kamera angeguckt. Das sieht richtig schön dämlich aus, wenn ich hier. Ich gucke euch lieber richtig an. So, und ja, bin dann auch schon bei meinen Umbauplänen, die ich hier habe, beziehungsweise wo ich euch lieber mitnehmen würde. Zum ersten, die Rohre hier, die müssen weg. Die sind im Weg. Ne, da habe ich mir schon relativ easy was überlegt. Wir reißen die einfach mal pro forma schon mal ab, damit uns die hier nicht mehr im Weg sind. Denn ich will da oben jetzt die Konstruktoren haben. Das hat zwei einfache Gründe. Zum einen kriegen wir hier unten ein bisschen mehr Platz und haben hier ein paar mehr Designfreiheiten. Und zum anderen, ja, hätte das sonst hier mit den Förderbändern nicht geklappt. Ich habe dabei beim Ausprobieren schon mal was Interessantes festgestellt. Guck mal hier. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass man die so nah zusammenkriegt. Also ich kenne das halt so, dass das hier der Minimalabstand ist. Kriegen wir das irgendwo ansehnlicher hin? Ja, hier. Ne, also ich kriege ihn, wenn ich ihn so baue, nicht näher zusammen als so. Wenn ich das aber so wie hier mache, ne, erst den dran und dann haben wir hier ja wesentlich weniger Platz zwischen, dann kriegt man die direkt aufeinander. Dinge, die man nicht weiß, Kleinigkeiten im Satisfactory-Universum. Ach ja. Nach keine Ahnung, wie vielen 100 Stunden lernt man nicht aus, ne? Ist ja irgendwie auch was Cooles. So, die restlichen Rohre gehen da weg. Die beiden werden auch nochmal umgestellt. Die kommen dann wieder mittig, damit sie mir nicht auf den Trichter gehen. Und zack, zack, zack. Wir bauen uns hier erstmal einen Weg hoch und ziehen hier erstmal die Konstruktoren lang. So, jetzt sehe ich natürlich wieder richtig beschissen. Da kommt einer hin. Da kommt einer hin. Und ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen, aber ich glaube, ich habe genau die richtige Anzahl an Plattformen gebaut. Obwohl, nee, da drüben sehen wir es ja. Nee. Na? Frickel, frickel. Und passt. So. Umgeleitet habe ich jetzt nämlich den Quarzkristall. Der kommt nicht mehr aus der Richtung. Der habe ich nämlich festgestellt. Ich habe schon angefangen, den hier rumzulegen beim letzten Mal. Das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Ne, der läuft ja schon hier lang. Und geht jetzt entsprechend nach hier hinten. Und dann hier musste ich ein bisschen rummogeln, damit wir auf die richtige Höhe von den Blättern kommen. Geht hier in den Splitter und wird dann von hier aus gleich schön auf die Dings gelegt. Zack. Auf jeden Fall gleich die richtige Höhe. Nein, das wäre ja auch zu einfach. Moment, wir machen das anders. So, righty set. Jetzt bin ich zu hoch. Ah, ich hasse diese Dinger, ey. Die sind echt die Pest. Also die sehen schön aus, ne? Und machen, was sie sollen, aber nicht so, wie ich das will. So, haben wir es jetzt? Ja, wunderbar. So, jetzt sind das drei Striche und eine halbe Höhe. Eins. So, das müsste es sein. Na, seht ihr. Damit kriegen wir dann schon mal den ersten Teil der Quarzproduktion, der Quarzsandproduktion angeschlossen. Zack, da sind wir auch dran. Und der, die das letzte, geht darüber. So, jetzt brauchen wir natürlich auf gesamter Fläche diese lustigen Konstrukte hier. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das wirklich so geil finde.
Ne, eventuell müssen wir uns da designtechnisch nochmal was überlegen. Jetzt muss ich jetzt mal gucken. Nach. Da sollst du wegliefern nachher. Und angeblich ist das die richtige Höhe. Na, ich bin gespannt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Haben wir den hier. Dann das gleiche nochmal hier. Nach da bitte weg. Gucken, dass die Pfeile richtig laufen. Und wir sind ja sauber neben dem Förderband. Na, ich bin ja ein Fuchs. Wo wären da die richtige Höhe? Hier. Da müssen sie hin. So, so und so. Kommen die hier erstmal wieder weg. Und ich bin auf beim völlig falschen Band. Wie konnte ich mich denn so verfrickeln gerade? Ach ja, Müller. Verkacken ist jetzt zwar der Vorname. So. Und rum. Und dann kommst du wieder weg, weil ich ein Idiot bin. So, ich hoffe, bei dem hier gelingt es mir jetzt besser. War das nur so wenig? Achso, ja. Gut, ein Vergessen ist natürlich auch gut. So, das hat man davon, wenn man sich auf Leitlinien verlässt, ne? Man kann schnell mal die falsche erwischen, gerade wenn das Konstrukt hier etwas größer und umfangreicher wird. So, dann hier. Erste Leitlinie, die wir finden, ist die. Sehr schön. Und wir fusionieren lustig. Putz. So, ich hoffe, wir sind überall auf einer Höhe. Und dann gehen wir das nach da. Zack, zack, zack. Und ich hoffe, das passt überall. Ziehen wir einmal Förderband lang. Hä? Wieso ist denn da Gefälle drin? Weil du nicht richtig sitzt. Du Assi. Ach, Mann, ey. Wenn man schnell, schnell macht, ne? So. Nach da bitte ausgehen, nach da bitte ausgeben. Dass die sich so zurechtdrehen, ist einfach zum Kotzen. Und nach da bitte ausgeben. So, haben wir es gerade? Wir haben es gerade. Sehr schön. So, jetzt kommt der Kram hier weg, weil wir es nicht mehr brauchen. Wir gehen sauber hier durch und sollten jetzt hier gerade durch ankommen. Sehr schön. So, jetzt kommen wir zu dem, was ich vorhin meinte, mit den Liften. Ne, wir gehen einmal hier nach unten. Und jetzt, zack, ist der so schön eingestaucht, nenne ich es einfach mal. So und so. Und so und na, ein zu tief, mein Freund. Wieso machst du das jetzt nicht? Reiß ich dich einfach ab. Bin ja knallhart. Zack. Und dann kommt er wieder neu drauf. Da käme ja nix. Hier klappt es wieder. Auch seltsam. Na ja, gut. So. Dann haben wir die schon mal alle angeschlossen. Tada! Können den Scheiß hier erstmal wegreißen. Ne, auch hier ist wieder, um die Höhe zu erreichen, diese zwei kleinen Zwischenstücke. Damit das irgendwie passt. Ey, wenn dann so alle weg. So, dann sind wir erstmal so weit, dass wir den Anteil an Quarz hier weg haben. Dann läuft es darauf, aber wir müssen die restlichen Quarzteile irgendwie noch hier rüber kriegen. Jetzt frage ich mich gerade, mache ich das lieber hier rüber oder ziehe ich das gleiche einfach nochmal hier hinter lang? Beziehungsweise hier kann ich es ja ein bisschen einfacher halten, weil hier nicht so viel lang gehen muss. In jedem Fall kommen die auch so weit nach oben. Ne, das steht mal fest. So, damit wir es einheitlich haben. Da haben wir schon mal die Höhe. Kloppen wir hier einmal Sub rein. Gehen bis hier. Damit ich mich gleich nicht vertue. Und dann stellen wir erstmal die lustig um. Zack. Die brauchen wir natürlich. Und dann knallen wir das hier einmal der Länge nach hin. Nummer 1. Nummer 2. Ach ja, Monotonie von Satisfactory ist was Feines. Ach komm, jetzt wird es schon wieder dunkel. Das ist doch scheiße.
sehe ich doch schon wieder nur die Hälfte. Na, 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 na. Also wundert euch nicht, wenn ich öfter mal auf meinen Nebenbildschirm gucke, aber wir hatten vorhin ein bisschen Probleme mit unserem WLAN. Sodass hier nur ein ruckelndes Videosignal an meinem Rechner ankam. Und das war ein bisschen unschön. Deswegen laufen jetzt auch nicht mehr die Animes von meiner Frau. Aber ich glaube, Nettie, wenn du jetzt die App neu startest, kannst du wieder gucken. Ja, gleich genervt. Super gut. Quatsch mir nicht voll. So. Du bist nicht krank. Du bist geimpft. Das ist was völlig anderes. So, jetzt können wir. Ich fühle mich aber so. Ich fühle mich schlecht. Hab mir lieb. Sei halt kein Weichei. So, jetzt gucken wir. So müsste passen. Zack, zack, zack. Sag mal, können wir... Ich bin zu weit weg, oder? Aus irgendeinem Grund bin ich zu weit weg. Okay, muss ich oben gleich nochmal umbauen. Jetzt fritzeln mich hier noch die Katzen voll. Ich krieg eine Macke. Ist ja unglaublich. So. Wow. Wer war das denn jetzt? Was ist hier los? Was passiert hier? Ich werd beschmissen. Garstiger Hobbit, ey. Ne, überhaupt nicht. Du bist einfach nur ein garstiger Hobbit. Das ist alles. Rentner dürfen Scheiß. Komm hier nicht mit deiner Ich bin behindert Nummer. Zieht bei mir nicht. Ja, ja. Jetzt tu noch so. Also das war gerade das verbale verächtlich abwinken. Ne, finde ich ja unerhört. Ich finde, das kann man so nicht machen. Ja, jetzt bin ich immer noch ein Trottel. Weil ich mich immer noch nicht entschieden habe und so geil abgelenkt war. Ob ich das jetzt hier lang rotze oder eben nicht. Ich glaube, ich werde das genauso machen wie da hinten an der Seite. Mit diesem lustigen Aufbau hier. Wisst ihr was? Es gibt eine Option, die wäre ja richtig cool, ne? Und ich glaube, dieser Smart Mod hat das sogar. Aber wie genial wäre eigentlich, wenn ich hier die Teile markiere, ne, mit diesem Abriss-Tool, und statt abreißen dann einfach sagen könnte, kopieren und das irgendwo anders einfügen. Einfügen. Einfügen meine ich. Ne, einführen tun wir andere Dinge. Das wird so viel erleichtern, weil man so viele Designelemente einfach nehmen könnte und woanders hinklatschen. Das wäre der Shit. Aber ich glaube, den Gefallen tut mir niemand. So. Jetzt müssen wir hier irgendwie diesen dusseligen Verteiler wieder hinkriegen. Ich muss mal gerade gucken. Auf die habe ich das draufgestellt. Ne? Und dann den zweiten. Ja, das kriegen wir hin. So, wir kommen. Oh Gott, oh Gott. Ja, das wird natürlich nochmal doppelt gefrickelt, ne? Ja, nur einen, danke. So, dann düsen wir... Ich will nicht in Fotomodus, bist du doof? Zack, einmal hier hoch. Und dann brauchen wir einen Splitter. Weil da unten ist der Fellerbandsplitter. Ein, zwei und jetzt müsste das gerade rübergehen. Aber nö, wir haben ein Gefälle. Wie scheiße ist das denn? Und vor allem, wo kommt es her? Ach, weil ich da unten diesen Versatz wieder habe. Dann müssen wir es tatsächlich anders machen. Mach mal hier nach unten. Ja, vertikal. So. Ne, das brauchen wir. Jetzt habe ich hier echt so ein Heilding genommen. Ne, doch nicht. Okay. So, und dann probieren wir das nochmal. Einmal kicken. Zack. Zack. Da sagt er schon mal, ist. Ja, passt. Sehr schön.
Können wir das wegreißen? Genauso wie das hier. Und dann haben wir hoffentlich die richtige Höhe. Auch wenn das ziemlich strange aussieht. Hier hinter können wir es nicht machen wegen der Rohre. Aber dann ragt das hier so weit raus. Das ist ja scheiße. Das ist ja richtig scheiße. Und kann es sein, dass das schief ist? Ich muss einen näher ran an die Wand, oder? Muss man gerade hier hinten gucken. Zack. Ja, einen näher ran. Das ist mir auf jeden Fall viel zu weit weg. Ich glaube, dann baue ich tatsächlich lieber die Wand hier oben hin. Zack. So und so. Ja, ich glaube, das wird wesentlich besser. So, dann du. Ey. Na egal. Wir kommen trotzdem hoch. Und die Höhe ist schon wieder falsch. Bin ja genervt. Beziehungsweise die Höhe ist richtig. Ach komm. Ist die Höhe immer noch richtig? Man weiß es nicht. Förderbandsplitter. Dann so und... Ach komm schon. Ich bin schon wieder unfähig. Grandios. Was ist hier jetzt? Was soll das denn? So. Förderbandsplitter. Diesmal bitte auf der richtigen Höhe. Da rein, da raus. Gucken, ob das gerade verläuft. Sauber. So stelle ich mir das vor. So, dann kommt das einmal weg. Und da einmal so ein schönes kleines Tor durch. Da haben wir sie. Da haben sie. Ist zu flach, ne? Scheiße. Aber warum? Ja, weil ich jetzt immer noch diese Dings hier zwischen habe, ich Idiot. So passt das und versetzt bin ich auch. Na super. So. Kommst du nochmal weg. Wir haben ja zumindest schon mal die richtige Höhe. Das ist ja mal ein Anfang. Nicht Organisation. Logistik. Fördermannsplitter und so. Passt jetzt? Jetzt passt's. Sehr schön. Können wir wieder hier rüber gehen und dann können wir uns überlegen, warum die Wände sind, wie sie sind. So. So, das kommt alles weg. Und dann kicken wir mal. So hätten wir eine saubere Wand. Dann nehmen wir das auch so mit. Dann können wir uns den ganzen Schnullifax hier nämlich sparen. So, das kommt trotzdem. Wieso sind die immer noch versetzt? Wieso ist es komisch? Was soll denn das? So, Moment. Gehen wir erstmal hier rüber und gucken, wo wir da hinkommen. Auf die Höhe. Okay. Damit lässt sich doch arbeiten. So, das heißt, wir brauchen da oben nochmal die hier. Haben wir es hier unten auch so? Ja, haben wir. Ne, über drei sogar. Warum über drei? Macht wenig Sinn. Aber gut. Um das Design technisch so ein bisschen zu erhalten, gehen wir dann trotzdem hier hoch. So. Dann haben wir hier ja wahrscheinlich auch die drei. Ja. Will ich das? Brauche ich das? Mache ich das? Ja, ich mache das jetzt trotzdem so weiter. So. Und jetzt können wir hier aber... Hey? Ne, hier. Zack. Und zack, haben wir das erstmal dicht. Jetzt habe ich hier schon eine Wand gebaut, obwohl ich noch keine Wand haben wollte. Naja, gut. Ist wie es ist. Okay, auf jeden Fall haben wir hier jetzt erstmal einen Splitter.
und brauchen das Ganze hier hinten nochmal. Bleibt jedoch die Frage, ob ich die nicht gleich da oben hin schlocke, weil ich hier den ganzen Kram von den Dings nicht brauche. Ich glaube, ich mache das einfach mal. Ne, ein bisschen Asymmetrie ist ja was Feines. So. Wir könnten die Fabrik sogar ein bisschen, ich glaube, das mache ich auch, umlegen. Ne, dass wir quasi hier die Wände nicht gerade lang haben. Ne, dann haben wir nämlich hier diese Dinger trotzdem noch offen. Ich glaube, das will ich erstmal so. Ändern kann ich das immer noch. So, wenn wir hier eine grobe Form drin haben. Zack. So. Und so. Das sollte reichen. Dann kommen wir hier jetzt zumindest erstmal rum. So, Logistik. Brauchen wir diese lustigen Halterungen hier. Okay. Schön, dass wir überall eine Leitlinie haben. Jetzt müssen wir nur gucken, wo sie passt. Ich glaube, das passt. Kicken wir mal. Das sieht doch ganz gut aus. Das sieht nicht nur ganz gut aus, das sieht... Nee, sieht doch nicht gut aus. Wir müssen ein tiefer, oder? Ach nee. Da sitzen die Wände einfach nur anders. Haha! Aufgemerkt. Hat gepasst. Okay, hier weiter. Einmal um die Kurve. Wieso guckt der da durch? Das ist ja richtig abfuck. Das ist ja scheiße. Was soll das denn jetzt? Gucken wir uns gleich mal an, wie das aussieht, wenn wir die Dinger hier dran haben. Ach komm. So und... Ne? Hab ich zu eng gebaut? Hubala. Mich da auch zu eng, ne? Ja. Okay. Den nochmal daneben, aber die Höhe passt zumindest schon mal. So, hier rüber. Na komm. Mach eine ordentliche Kurve, geht doch. So, und hier dann wieder den Fusionator ran. Na komm. Na komm. Brav. Ey, wie viel Bandbreite, ich habe jetzt gerade wieder die Facecam im Blick, jetzt läuft der Stream von meiner Frau wieder. Wie viel Bandbreite frisst eigentlich diese verdammte Anime-App? Ey, da kriege ich gerade eine richtige Krise. So, ich pausiere mal eben die Aufnahme, bin gleich wieder da. Problem gebannt, Crunchyroll macht einen verschissenen Job vernünftig. Ihr zerschießt Netzwerke. Ne, die nette kleine App... Crunchyroll, die meine Frau benutzt, um ihre Animes zu gucken, scheint zumindest auf Samsung Smart TVs so ein gewisses Problem zu haben. Denn sobald das Ding anfängt zu streamen auf den Fernseher, ist richtig Holland in Not. Alter Vater, hier lief gerade nichts mehr. Ne, da muss man echt gucken, was, wie, warum, weshalb. Das, also das kann ja nicht angehen. Ne, dass sie hier jedes Mal aufhören muss zu gucken. Nur weil die App läuft oder ich eine Aufnahme machen will, ne, dass das ganze Netzwerk bei mir hier in die Knie geht und ich bin ja durchaus relativ potent an dem mit dem Rechner angeschlossen, der ist ja über Gigabit LAN dran, ne, und da sollte eigentlich alles durchgehen, was will. Aber bitte? Ja, jetzt musst du dich einmal gedulden. Es tut mir leid, dass du für mein Hobby jetzt leiden musst. Ja, ja. Ja, als hättest du unter mir nicht sowieso genug zu leiden, ne? Halt die Fresse, ey. Das war nichts, was du bestätigen solltest. Ich werd gemobbt, ich sag's euch. Ne? Frau, Schwiegermutter, alle machen mit. Ja, die sowieso. Ne? Ich bin ein ganz hartes Mobbing-Opfer. Das funktioniert so nicht. So. Weiß ich nicht, sitze ich genug dran. Mikrofon läuft. Läuft auch halbwegs vernünftig. Und jetzt muss ich mir hier noch Gedanken machen, weil das irgendwie eine komische Höhe hat.
Das bauen wir mal um, wa? Das sieht sonst ein bisschen scheiße aus. Ich habe erst überlegt, ob ich das so stehen lasse, aber irgendwie ist das ganz schön assi. So, erstmal die weg und dann kannst du hier wieder ran. Das hat ja vorhin schließlich auch funktioniert. Warum sollte es jetzt nicht funktionieren? So, na, na, na. So, und so. Kann auch der letzte hier weg. Und dann haben wir es. So. Kommen wir wieder zu den Splittern. Da rein und da raus. So. 1, 2, 3, 4, 5. Sollte ja alles relativ zügig gehen. Irgendwie sieht das aus, als würden sie komisch sitzen. Sitzen sie aber nicht. Alles wie es soll. Halt da rein, da raus. Genau. Und hier das letzte. Der, die das letzte. So. Ich hoffe, ich habe mich nicht im Grundaufbau auch schon vertan. Das wäre ganz schön assi. So. Dann kriegen schon mal alle Quarzkristall und machen daraus jetzt lustig Quarzsand. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe irgendwas nicht auf dem Schirm. Ne, ich baue hier wahrscheinlich noch fünfmal um. So wie ich mich kenne. So. Alle einmal Quarzsand dazu. Und habe ich Aufnahme gedrückt? Ich habe Aufnahme gedrückt. Sehr gut. Ey. Ich frage mich, ob man verstrahlter sein kann als ich. So, jetzt hat die Frau, glaube ich, gerade... Hat die Fresse da hinten. Ich werde ausgelacht. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber ich werde ausgelacht. Ne? Also ich glaube, ich werde demnächst ein Richtmikrofon hier aufstellen und das direkt auf meine Frau richten, damit ihr hören könnt, wenn ich mal wieder hier Mobbingopfer bin. Mindestens Mobbingopfer. Wenn nicht Schlimmeres. Ja, sehe ich genauso. Sehe ich ganz genauso. So, wie handhaben wir denn das jetzt? Wir ziehen erstmal hier weiter rum. So, ums Design machen wir uns später Sorgen. Wieso ist das jetzt unterschiedlich hoch? Das checke ich gerade nicht. Nee, ist gar nicht unterschiedlich hoch. Ich habe einen Knick in der Optik. Mal wieder. Wie mache ich denn das jetzt? Nö. Hä? Wieso passt denn das jetzt nicht? Wieso ist das hier unterschiedlich hoch? Bei dem gibt es ja noch gar keinen Grund. Ah, weil ich hier nicht unten angesetzt habe, deswegen. So, und jetzt passt das. Sehr schön. So, das hätten wir erstmal dran. Das löppt. Jetzt muss das hier noch hin. Ach scheiße, ich bin ein Vollidiot. Ich wollte das doch einen näher ranholen. Markus, pass halt besser auf bei dem, was du tust. Jetzt habe ich die Rampen hier gerade alle weggenommen, ne? Ja, natürlich. Natürlich. Mann, ey. Das kommt bei raus, wenn man hier mit Problemen zu kämpfen hat. Ne, man konzentriert sich noch schlechter. So, das alles weg. Und ihr ein nach vorne. Halt. So muss es. Ne, einmal darüber. Jetzt. So. Ich gucke wieder auf die Kamera. Kamera sagt immer noch gut. Hm. Schon seltsam. So. Weg damit. Du hier ran. Du auch noch weg. Und tatsächlich sind noch die beiden Wände weg. Weil dann musst du nämlich hier hin. Und dann könnte das hier noch interessant werden. Die Kurve brauchen wir dann nicht. Kriegen wir das hier rüber? Ja, sauber. Sehr schön, sehr schön. So, alles wieder weglöschen. Ey, ich weiß nicht, ob ich schon mal so krisselig gebaut habe. Aber gut. Manchmal ist, wie es ist. So, kommt von da, geht nach da. Hier brauchen wir erstmal noch den zurechtdrehen. Und hinfrickeln. Sehe ich jetzt erst, dass er da auch schon sagt, Kollision mit der Wand. Die kann anscheinend gar nicht so nah ran, wie sie da bei mir dran ist. Aber okay. Kleinigkeiten. Ach komm. Was haben wir denn hier jetzt wieder für einen Haufen? Scheiße. So. Kann man dagegen? Ja. Fördermannsplitter. Ist mir nie...
Mensch, wieder so Sachen, die mir noch nie aufgefallen sind. Die Seite ist orange, wo der Eingang ist. Interessant. Wird das geändert? War das schon immer so? Nobody knows. Und wieso vertue ich mich hier mit der Höhe? Mann, ey. So, so. Passt, passt, passt. Passt auch. Da auch und da auch und da auch. Wunderbar. Kann der ganze Schnodder hier weg. Das brauche ich tatsächlich auch nicht. Und ja, läuft immer noch die Kamera. Schön. Ich mache mir gerade die ganze Zeit hier Sorgen, dass das schon wieder abschmiert. Nur weil irgendwas anderes noch gestreamt wird, was eigentlich nicht sein dürfte. So. Jetzt haben wir es aber wirklich. Ihr geht noch auf Quarzsand umgestellt. Zack. Umlauf, komm. Zack. Und zwei noch. Dann haben wir es. So und so. Dann steht zumindest das erstmal. Dann müssen wir den nochmal hoch, außer nachher für den Strom. Und dann sollte das ja wieder genauso funktionieren wie eben auch, richtig? Jetzt sag nicht, das passt nicht. Boah, ich kotze im Strahl. Warum machst du das denn jetzt nicht? Geh nur eben auch. Gucken wir mal. Okay, damit bin ich noch unzufrieden. Ja, das geht natürlich nicht. Das ist auch nicht die gleiche Höhe, ne? Wieso fehlt denn hier eine Platte? Na egal, können wir sie gleich mal rüberziehen. Ja, wir sind hier eigentlich ein höher. Wieso kommt das so durcheinander? Weil wir da hinten mit dem Lift gearbeitet haben, deswegen. Das ist kacke. Das ist richtig kacke, weil ich jetzt nämlich schon wieder alles abreiße. Mann ey. Aber wisst ihr was, dann nehme ich euch jetzt nicht nochmal mit auf die Reise. Ich stelle das einfach nochmal hin und dann gucken wir, wie wir das Problem lösen. 1, 2, 3. So, da sind wir wieder und beim Umbau kam mir tatsächlich eine ziemlich coole Idee. Wir haben ja da hinten vorne schon quasi den Aufbau mit den Splittern, die auf diesen Gerüsten stehen. Und das gleiche kann ich hier machen, denn, passt mal auf, das gefällt mir ja sehr. Wir können hier die Durchlässe hinbauen. So, und was erstmal nach einem ziemlich ätzenden Glitch aussieht, ist eigentlich keiner. Ich glaube, das kann ziemlich cool aussehen. So, dann sind wir hier erstmal auf einer Höhe, beziehungsweise auf einer Seite. Das können wir hier hochschicken, das ist kein Problem. Und jetzt würde ich nämlich tatsächlich die ganze Reihe hier hinten komplett wegreißen. Und zack, hier die Wände rüberziehen. Und dann auch noch die hier lang. Na komm. Zack. Und dann haben wir die Bereitschaftsdinger da. Also die Leuchten, die signalisieren, was abgeht. Und so ein kleines Stück guckt auch noch raus. Das sieht eigentlich ganz geil aus. Und jetzt wäre die Frage, ob wir das noch irgendwie so hingefrickelt kriegen, dass es so aussieht, dass wenn das zu einer Halterung gehört oder sowas. Aber das finde ich vom Grundsatz her ziemlich geil. Das gefällt mir richtig gut. Da bin ich Fan von. Kriegen wir das hin, dass das hier hochgeht? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Habe ich mir fast gedacht, aber egal. Da geht die Welt nicht von unter. Aber das gefällt mir tatsächlich nicht so gut. Da würde ich einmal gucken, ob wir das auf weniger Strecke hinkriegen. So. Dann kommt das weg und dann müssten wir hier eigentlich sauber rübergehen können. Ja. Obwohl das nicht viel besser aussieht. Hm. Aber ich finde das erstmal gut. Das nehmen wir erstmal so, wie es ist. So, dann klatschen wir die hier rüber. Das ist ziemlich cool. Gefällt mir.
Dann gucken wir einmal mit der Architektur, mit dem Detail, Metallträgern. Einmal nach der Länge, die wir hier genutzt haben. Ne, dass wir einheitliches Design haben. Wieso fehlt hier eigentlich einmal? Dann können wir das hier gleich bauen. Ist ja auch gut. Wir sind bis hier. Das sind 3 Meter. Dann rüber, bis es passt. Das wäre hier. Und hier dann wieder an die Wand gegangen. Und dann haben wir, einmal auf Diagonalstellen, 3,06 Meter, wenn ich das richtig sehe. Zack. Ne, nicht 3,6, 3,6. Nicht 3,06, sondern 3,6. Haben wir in der Mitte auch eingezogen? Ne, nur den schrägen Träger. Zack. Und zack. Und jetzt bimmelt mein Diensthandy. Also heute ist der Tag der Unterbrechung, oder? Bis gleich. Eine Stunde später. So, da bin ich wieder. Völlig aus dem Konzept. Hab keine Ahnung mehr, wo wir gerade bei waren. Dreh mich um und weiß es sofort wieder. Super, aber die Werte, die wir hatten, habe ich garantiert nicht mehr im Kopf. Das könnt ihr mal voll abessen. Das sind 3 Meter und kriegen wir es genauso hoch. 3,6 Meter. Okay. Dann weiß ich auch wieder, wo wir gerade bei waren. Können das hier eigentlich auch gleich fertig machen. Drei Meter hier. 3 Meter. Na komm, da. Schräg rüber. Ich hätte es oft von diagonal wegstellen sollen. Dann 3,6 Meter. Und 3,6 Meter. Haben wir den auch gleich drauf. Das wäre super. Und dann müssen wir hier hin. So, ich würde einfach mal, um das hier ein bisschen zu verschleiern, ein bisschen weiter vorne ansetzen. Wir machen mal Standard 3 Meter. Dann gehen wir hier ein bisschen rüber. Bis hier letztendlich. Ich weiß ja nicht. Können wir einen weitergehen? Wir gucken mal gerade. Gehen wir bis hier. Ja, suboptimal, ne? So, wieder diagonal. Das wären dann 3,6 Meter. Und dann immer einen dazwischen. Damit wir das einheitlich haben. Jetzt geht mir nicht echt das Material aus, oder? Ey, ich sag's euch. Wenn's scheiße läuft, dann richtig. Ne? Kommen Haufen Sachen dazwischen. Ätzend. So, hier noch. Aber das kriegen wir noch hin. Na komm. Das ist zu viel. 3,6 Meter und hier auch nochmal 3,6 Meter. Dann passt das doch genau. Ja, ich glaube, wir machen das. Wir setzen hier noch jeweils einen neben. Hö, sind die unterschiedlich weit auseinander? Kann eigentlich gar nicht sein. Ach, ich glaube, ich bin hier einfach verruggelt. Ne? Ich glaube, das kommt mit mehr einfach besser. Weil es einfach ein schwereres Konstrukt ist. Ne? Warum soll man das nicht optisch, warum soll sich das nicht optisch widerspiegeln? Ne? Ergo, hier muss mehr abgestützt werden. Und wir kommen tatsächlich genau hin. Ja, leck mich fett. Die letzte Stütze, die wir ziehen könnten. Alter Vater, ist das übel. Okay. So, dann haben wir das auch schon mal draufgelegt. Ist das identisch? Ich glaube, ich nehme das hier dann noch wieder weg. Und mache das ein bisschen. Zieh das weiter zusammen. Nee, ist mir egal, ob das da einmal ein bisschen durchguckt. Aber das ist mir hier zu viel Abstand tatsächlich. Ja, gut. Machen wir einmal so. Dann reisen wir beide weg. Das auch einmal weg. Na komm. Die Frau stöhnt im Hintergrund. Kommt immer gut. Sowas entmonetarisiert YouTube dann. Zum Glück habe ich da keine Probleme mit. Ich bin ein kleiner Pimmelkanal, wo ich eigentlich machen kann, was ich will. Super gut. Löppt. So. Dann haben wir das jetzt erstmal. Jetzt gucken wir mal, ob dieser ganze dusselige Aufwand überhaupt das Ganze wert war.
Wir gehen hier runter. Wir gehen hier. Ah, super. Es passt. Sehr schön. Schön, wenn endlich mal was funktioniert. Dahin, dahin, dahin. So. Und so. Und dann haben wir das zumindest erstmal alles zusammen. Sehr schön. Und es ist auch so, also gut, dass wir es hochgezogen haben, es ist auch so noch ziemlich voll hier, meine Herren. Ne, da muss ich mir dann echt was überlegen. Aber grundsätzlich finde ich es, glaube ich, erstmal gut. Ich würde aber tatsächlich mal was probieren wollen. Erstmal kommt der hier wieder rauf. Und dann würde ich gucken, ziehen wir hier eine Zwischendecke rein. Damit das ein bisschen einheitlicher aussieht. Nee, oder? Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Bei denen müssen wir nachher gucken, wie wir die abstützen. Tatsächlich finde ich ganz cool, wenn man hier rüber geht. Ist genau der Abstand, den man da hat. Also die Höhe, genau das Fundament. Eigentlich ziemlich cool. Ja, da könnte man diese Fundamentdurchlässe noch hinbauen und dann sieht das, glaube ich, auch halbwegs vernünftig aus. Ja, und dann da einfach aus Glas oder so. Warum nicht? So, jetzt ihr beiden Experten nochmal. Den ganzen Schnodder hier nochmal weg. Das haben wir ja auch nicht erst einmal gebaut. So. Beide abreißen. Produktion. Kommen gleich wieder hin hier. Zack, zwei Raffinerien. Jetzt habe ich nicht mehr im Kopf, was die produziert haben. So ein Shit aber auch. So, lasse ich hier einen frei, lasse ich hier zwei frei. Ich glaube, ich mache es wie auf der anderen Seite und lasse nur einen frei. Nee, ich muss zwei freilassen. Weil ich den Vorbau hier nachher klatschen muss. So, dann ist es diese Fundamentreihe. Einen hier. Einen hier. So, und dann müssen wir das hier alles irgendwie hochkriegen. Gucken wir mal. Da haben wir eine Reihe. Legen das einmal so rüber. Und sind dann sauber dran. Wieso ist denn das jetzt anders? Warum habe ich die falsch rum rangebaut? Ich habe die falsch rum hingestellt. Am Arsch, ey. Der Eingang, Ausgang sollte auch vorne sein, ne? Wäre schon von Vorteil. So. Und dann war es das auch schon mit sauber. Ja, so viel dazu. Und hier passt es natürlich auch nicht ganz. Och, wie ätzend, ey. Oder? Ist das gerade? Nee, ist nicht gerade. Wäre auch zu schön gewesen. Aber gut. Daran. Hier kommt dann raus. Aluminiumschrott, genau. Den wir dann hinten bei den Gießereien brauchen. So. Dann haben wir dies erstmal. Dann müssen wir einmal mit denen hier gucken. Da können wir dann ja so machen. Kommen wir hier sauber rum. Na, immerhin etwas. Das ist ja schon mal was wert. Wenn das mit dem einen schon nicht passt, dann wenigstens mit dem anderen. So, dann brauchen wir diese lustigen Masten hier. Aber mit Rohren bitte. Und die Höhe ist dann... Ja, logischerweise 3, ne? So. Ich habe noch gar keine Rohre gezogen. Aber auch Mark 3 Pipelines. Und dann ist es so wahrscheinlich kacke. So wollen wir es. Aber wir machen so. Dann gucken wir mal, was er uns hier draus macht. Ja, schräg. Das wollen wir ja wieder nicht. Das heißt, wir brauchen doch nochmal einmal so einen Satz hier. So. Und die Pipe hier rüber. Ich muss einen nach rechts, glaube ich, ne? Ich glaube, wir müssen... Obwohl ich mir das kaum vorstellen kann. So, einmal weg. Aber es sieht so schief aus. Ja, geht auch nicht. Scheiße. Wieder einmal Blödsinn gemacht.
1, 2, 3. Jetzt kommt noch ein Autosave dazwischen. Ach, das läuft hier bei mir. Ist ja der Wahnsinn. So. Mit einem Bauen-Autosave. Super. Ich nehme mein erfrischendes, kaltes, heißes Getränk. Und gönne mir das fix. Und hole mir jetzt aber von hier die Röhre. Einmal so und einmal so. Die reiße ich weg, falls einfach kacke aussieht. Und wir hier sonst so eine Glitscherei haben. Sehr schön. So weit, so gewollt. Dann ziehen wir die gleich hier rüber. Dann haben wir dieses hässliche irgendwas von vorhin auch weg, das wir da drüben noch haben. Ich weiß gar nicht, habe ich die schon abgerissen? Bin mir gerade gar nicht sicher. Muss ich gleich erstmal gucken. So. Und so. Aber das wollte ich ja sowieso irgendwie anders machen, ne? Das mit diesem Wasser zuführen ist irgendwie ganz schön Blödsinn, außer ich. Obwohl, wenn ich das hier limitiere, sollte das gehen. Ist sogar schon eingestellt. Ja, hier kann frei durchlaufen. Hier wird auf 240 limitiert und gleicht sich nach und nach aus. Hoffentlich. Ja, bin mir da noch nicht so ganz so sicher. Aber okay, wir kicken mal. So. Dann haben wir hier eine Höhe. Die liegen auf dem mittleren. Oh Gott. Lässt sich das gerade kacke abschätzen. Mal gucken, ist das die richtige Höhe? Na, ja. Okay. Wenigstens das ist gegeben. Und dann müssen wir irgendwie sauber hier ran. Ja, so will ich es nicht. So will ich es nicht. Aber wartet mal. Kommen wir hier schon sauber rum? Hier ist sauber. Sehr schön. Das heißt, wir brauchen da noch einen. Und dann müsste das hier auch sauber gerade rumgehen. Ja. Schön. Das kann... Nee, wahrscheinlich kann das nicht weg. Wir versuchen das mal provisorisch mit einem. Aber da haben wir wahrscheinlich weiterhin dieses komische Gefälle, ne? Ja. Und das kriegen wir auch nicht mit einer anderen Bauform hin. Das heißt, den wieder ran. Den wieder ran. Und jetzt ziehen wir das einmal gerade rüber. Zack. Dann passt auch das. Ist ja herrlich. So. Dann sind wir hier bei dem Eingang. Wir müssen das irgendwie geregelt kriegen, dass das hier sauber läuft. Na, erstmal müsste der hier sauber ran. Das wäre ein guter Anfang. Das wäre dann hier. Da kommen wir nicht ins Gehege. Sehr schön. Und da können wir es einfach reinlaufen lassen. Nee, das sieht scheiße aus. Wir machen das direkt hier mit dem Lift. Boah, komm schon. Friggelei. Na komm, du sollst nicht daran. Was hat er hier gerade zu meckern? Ach komm. Ich will die dann nur da dran haben. So. Dann sieht man gleich das Problem mit diesen komischen Lifttürmen. Wir versuchen es anders. Ist das die richtige Höhe? Wahrscheinlich nicht. Nee. Wenn wir noch einen höher gehen, passt es dann wahrscheinlich auch nicht. Doch, so passt es. Okay. Das wäre dann ein weiter vor müssen wir, ne? So, und das... Ne, wir sollten nicht gleich alle löschen, sonst baue ich es gleich wieder falsch. Ich kenne mich. So. Alter, ich baue ja auch an der Kotzgrenze meiner Materialien. So. Dann... Von da oben. Ja, so ist besser. Das wieder weg. Und da rein. Und dann sitzt das da sauber dran. Sehr schön.
Theoretisch könnten wir jetzt hier schon alles einmal anlaufen lassen, beziehungsweise das Material schon mal zulaufen lassen. Zack, gilt auch hier und gilt auch hier. Da müsste Bauxit drauf liegen, sehr schön. Dürfte jetzt hier sauber verteilt werden, sehr schön. Hier kommt Bauxit an, geht Wasser raus. Da kommt Aluminiumoxid. Moment. Hier kommt doch Aluminiumoxid. Ne, was kommt hier raus? Auch Wasser. Okay. So, und die beiden Rohre liefern Aluminiumoxid, Aluminiumoxid, was hier hinten rein muss. So, die Fläche hier wollte ich eigentlich freilassen. Das heißt, wir bauen hier einmal wieder mit Halterung. Ich würde sagen, wir gehen auf die gleiche Höhe. Das sind dann 3. Und ich habe jetzt natürlich keine Eisenplatten mehr. Und Kotz im Strahl. Okay. Meine Herren, schneidet euch das raus? Ich glaube, ich schneide euch das raus. Leute, wir sehen uns gleich wieder. Und zwar mit mehr Baumaterial. So, da bin ich wieder mit neuem Baumaterial. Das läuft. So, und jetzt müssen wir gucken... Will ich das nebeneinander haben? Oder? Ja, ich will das nebeneinander haben. Und zwar auf der Höhe hier. Ne, entsprechend werde ich das hier einmal hinbauen. Beziehungsweise wird es mir einfach machen mit der Höhe zumindest. Auf die Höhe soll's. Pipeline-Wanddurchführung. So viel zum Thema einfach machen. Müller macht es sich doch schwerer als gedacht. Ha, man sieht es auch hier. Sehr schön. Ein so. Und dann können die Dinger wieder weg. Und wir können hier die Rohre vernünftig legen. Zack, holen wir uns von da. Es ist, ach, das ist... Ist das hier so auseinander divergiert, ne? Es sieht ja mal ultimativ scheiße aus. Das ist ja richtiger Mumpitz. Das machen wir anders. Es kommt einfach auf der Höhe an. Wir ziehen hier mal einmal Wände hoch. Ja, auch wenn das wahrscheinlich später nochmal Glaswände oder so werden. Und dann kriegen wir die hier noch nicht nebeneinander, aber wir können mit diesen netten kleinen Stützen hier arbeiten. Und bringen das hier erstmal auf eine Höhe. So, jetzt erkenne ich natürlich überhaupt nicht, was hier die richtige Höhe ist. Super. Ist das die richtige Höhe? Ja. Sehr schön. Dann machen wir hier noch einen neben. Da gehen wir dann mit dem hier hin. Dein Ernst? Naja, besser als vorher. So, und dann gehen wir bis nach hier hinten. Hier werden wir gleich einmal... rumgehen. Boah, hier brauchen wir gar keine Halterung. Doch, da brauchen wir eine Halterung, weil sonst sieht es komisch aus. Wir machen die mal einmal der zurück. Ich glaube, dann passt das besser. Zack. Geht das nur so? Das gefällt mir aber gar nicht. Der geht sauber rüber. Okay. So, das ist immer noch nicht schön, aber schon mal besser. Wesentlich, wesentlich besser. Okay. Dann ziehen wir den Spaß hier hinten einmal rüber. Bis hier. Ja, gehen wir ruhig direkt auf die Mitte. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Holen uns die Rohre, schicken die hier hin. Ich weiß nicht, warum die da wieder gelb sind. Ist mir tatsächlich gerade ein Rätsel. Aber das ist, wie es ist. So. Eigentlich kann ich die... Warum will ich die wirklich nebeneinander haben? Bloß weil es da so ist. Ich meine, hier läuft es eh draußen, ne? Weil so geil sieht es nicht aus. Ich glaube, da ist mir das am Ende doch lieber, wenn wir es so machen.
Ja, dann haben wir, kommen wir hier auch sauberer raus. Ist wahrscheinlich auch schon mal was wert. Nehmen den Schnuddel hier mal weg. Ich glaube, so kriegen wir das schönere und sauberere Ergebnis. So, dann kannst du nämlich weg. Da muss tatsächlich noch einer rauf, denn. Auch interessant. Und dann gehen wir einmal hier rüber. Ja, so ist wesentlich besser. Umwelten. So. Dann gucken wir mal einmal. 1, 2, 3, 4. Kommen wir hier sauber rum. So schon mal nicht. Ja, so schräg will ich das nicht haben. Das sieht ja mal richtig affig aus. Dann gucken wir mal, wie wir hier rankommen. Ist ja wahrscheinlich auch Bullshit. Ja, nee, das macht keinen Sinn. Wir gehen dann doch lieber hier hin. Zack, ihr kommt weg. Dann kommt ihr hier erstmal rüber. Und jetzt müssen wir doch hier einen sauberen Knie. Ja, so ist doch viel besser. Viel, viel besser. So. Das Ganze machen wir hier auch nochmal. Gehen da rüber. Und müssten dann hier auch sauber dran sein. Sehr schön. Dann haben wir das doch fast schon mal alles zusammengespackst. So, ihr müsst jetzt noch bekommen Kohle. Die Kohle hatten wir gedacht, holen wir von hier hinten. Da gab es, glaube ich, auch schon mal einen Zulauf. Da oben. Von da geht Kohle ab. Das heißt, das kommt hier raus, wird dann erstmal hier rüber geführt und könnte hier dann tatsächlich auf, über einem der anderen Bänder laufen. Ne? Da haben wir die Rohre, ach ne, die haben wir die Splitter. Dann haben wir eins tiefer, ist irgendwie auch nicht so geil. Ich will das hier so ein bisschen luftig halten. Oh, ich sehe gerade, die haben wir gar nicht angeschlossen. Das machen wir mal eben noch. So, wo holen wir die Kohle lang? Könnten es auch hier irgendwie lang laufen lassen. Aber an dem Förderturm können wir nicht mehr vernünftig mit einem... Ganz oben? Ist der belegt? Da ist nichts, da ist nichts, da ist... Na, hier ist er belegt. In welche Richtung läuft das? Warum läuft das da lang? Wir brauchen das doch eigentlich alles hier hinten, oder? Das läuft nach hier, das läuft nach hier. Wo läuft das überhaupt hin? Läuft das überhaupt irgendwo zusammen? Gefühlt nicht. Wie habe ich mir das gedacht? Das kommt hier überhaupt raus. Hier kommt raus. Aluminiumoxid und... Ach, der blöde Quarzsand. Ach stimmt, der blöde Quarzsand muss ja am Ende hier mit drauf. Die Frage ist nur, in welche Richtung wir das machen. Wie lösen wir das denn? So, hier kommt Quarzsand an, geht bis nach hier hinten. Wie habe ich mir das denn vorgestellt? Da hängt keine Raffinerie dran, sind auch nur vier, ne? 1, 2, 3, 4. Wir haben aber 1, 2, 3, 4, 5 Türme. Achso, wegen denen hier. Ja, Logo. Wo gehen wir den Quarzsand hin? Der muss hier ja auch noch irgendwie weg. Könnten wir eigentlich da hingeben, ne? Das wäre, glaube ich, am schleusten. Dann hätten wir die da nämlich frei. Wir gucken mal gerade. Wir geben das mal alles nach ganz oben.
So. So zum Thema. Ich muss hier nicht mehr umfrickeln. Ach, sauber gleich dran. Das ist ja herrlich. Rutsch da mal. Rutsch da durch jetzt. Sag mal. Zack. So, den haben wir dran. Dann muss der hier noch ran. Und zwar ein höher. Den habe ich doch gerade angeschossen. Scheiße. Der hier war falsch. Den dahin. Den dahin. Der. Wo gehst du denn hin? Achso, du gehst hier hin, ne? In so einer komischen Kurve. Du gehst da hin. Schon auf die richtige Höhe. Sehr schön. Aber wird alles nach da geliefert. Naja, gut. Das ist jetzt kein Weltuntergang. Das geht nach da dann. Von hier geht's weiter nach da. Und von hier geht's gar nicht weiter. Dum dum. Das ist die. Welche ist denn das hier? Hä? Da kommt eine. Deswegen muss die von da kommen. Ach so. Ah, Schiede. Wie regeln wir denn das? Indem wir einfach da rangehen, oder? Ja. Wir setzen den einfach. So. Und gehen dann einmal hier drunter durch. An den Turm. Wo wir dann die falsche Höhe haben. Schieb mal eins. So. Na komm. So. Und so. Dann gehen wir nach da. Dann gehen wir hier runter durch. Und dann können wir das hier sauber weiter schicken. Und dann haben wir das nachher hier hinten. So, macht es Sinn, das da nach hinten zu schicken? Man weiß es nicht. Ja, denn wir kommen nirgendwo anders vernünftig weg. Ne, hier haben wir überall Lifte dran. Das heißt, wir müssen das irgendwie hier lösen. Was schon wieder leichter gesagt ist als getan. Aber das kriegen wir auch hin. Müssen wir einmal so machen. Nehmen wir hier wieder so ein halbes Fundament. Gehen mit dem daneben. Schlock. Kommen wir da hochgesprungen? Ich glaube schon, oder? Ja! Und vor allem können wir zu weit springen. So. Dann können wir hier nämlich wieder so einen Durchlass bauen. Zack. Ach scheiße, wir haben das oberste Band genommen, ne? Ja. Okay, dann müssen wir das wieder mit denen hier machen. Moment. Die hier. Zwei Höhe. Dann haben wir hier das sauber auch drin. Das reißen wir auch mal einmal weg. Dann kommt hier der Durchgang. Sauber. So, dann haben wir hier nachher ein Problem. Ein Problem für Zukunfts-Markus? Nein, das nimmt Markus gleich in Angriff. Einmal so. Und einmal. Komm, klatsch das daneben. Ist das Ding echt im Weg? So. Und einmal so. Und dann können wir nämlich hier rüber gehen und hier rüber gehen. Wir könnten da jetzt so halb hoch das Dach drüber setzen, oder? Nee, können wir nicht. So, erstmal kommt das hier weg. Und dann müssen wir die Höhe ein bisschen anpassen. So. Dann haben wir das Problem erstmal geklärt. Alle weiteren Probleme folgen später. So. Das ganze Krams. So. Nochmal gucken, was war's? Quarzsand. Den Quarzsand müssten wir jetzt eigentlich hier auf beide verteilen. Das heißt, einen hier mit aufs Band und einen hier mit aufs Band.
von der Sache her gar nicht so schwierig sein sollte. Praktisch sieht die Sache dann wahrscheinlich gleich wieder ganz anders aus. Wir arbeiten diesmal mit Splittern. Quatsch, Logistik. Intelligente Splitter und machen das Ganze auf der Höhe. Ihr kriegt von da und gebt nach da. Nee, nach... Hier müsste es sein. Gucken. Ja, so passt's. Das wäre so. Und das gleiche machen wir hier auch nochmal. So ist die Höhe. Und so ist die Höhe. Richtig? Ja, richtig. Sehr schön. Halt, aber wir müssen woanders hin ausgeben. Ach ne, ist ein Splitter. Ist ja scheißegal. Der kann in alle Richtungen ausgeben. So. Das heißt, dann kannst du nämlich von hier nach da geben. Und du von hier nach da. Und ich habe keinen Stahl geholt. Ah, komm schon. Ja, komm, das machen wir jetzt. Das klauen wir uns jetzt aber erstmal kurz. So. Dann kommt das von hier auf einer ganz beschissenen Höhe. Wir gucken mal, was daraus wird. Ja, das dachte ich mir schon fast. Das passt so irgendwie nicht so geil. Wie ist denn das, wenn wir hier den hier ranbauen? Ich bräuchte das eigentlich wieder so schön eingeklappt, ne? Wie mache ich das? Einfache Antwort, gute Antwort, aber es gibt keine einfache Antwort gerade. Also dieses Gefrickel mit diesen halbhohen Dingern ist ein bisschen schwierig manchmal, ne? Gerade wenn es so hier so diese kleinen Bereiche sind. So, in jedem Fall wird das hier hochgegeben und zwar 1, 2, dann müssen wir übers Rohr kommen. Und du musst tatsächlich gedreht werden, scheiße. Ne, du bekommst dann nämlich von da. Gibst das da rüber. 1, 2. Na. Die Höhe passt. Sehr schön. Gefällt mir das? Ja, ist okay. Geht schöner, aber ist okay. Wie mache ich das mit den Dingern hier? Ich muss es definitiv splitten. Aber ich würde auch ganz gern irgendwie auf diese beschissene Höhe kommen. Schwierig. Schwierig, schwierig. Haben wir hier Luft? Ne, hier haben wir keine Luft. Hier haben wir nirgendwo vernünftig Luft. Muss ich es echt so machen? Das ist wirklich, also, im besten Fall suboptimal, ne? Das müsste hier sein. Und das müsste hier sein. Wir gucken mal gerade. Na. Das passt aber. Ja, und das sieht halt scheiße aus. Wie ist denn das, wenn ich die jetzt nehme und von mir aus... Hey, wo ist denn der zweite jetzt gelandet? Egal. Das sind 3. Ja, ist keine Option. Ne, das würde gehen, würde ich da hinkommen. Und dann habe ich hier dieses Gefälle. Aber ich glaube, damit kann ich eher leben. Wenn ich es so mache und so. Dann käme der weg und der weg.
Und dann wären wir hier. Einmal so. Ja, ich glaube, das finde ich besser. Wesentlich besser. Du kommst weg. Du kommst auch nochmal weg, weil du deinen Eingang jetzt hier brauchst. Dann wäre der wiederum da. Und der wäre da. Ja, das ist doch viel besser. So, weg damit. Und dann ist das doch irgendwie halbwegs in Ordnung. Auf die scheiße ich auch. Das Ding ist nicht so lang, dass ich sagen würde, okay, das trägt sich so nicht. Na doch, wahrscheinlich schon. Aber egal. Und dann haben wir das sauber auf die aufgeteilt. Sehr schön. Und ich glaube, damit sind wir beim Ende. Ja, wir haben sogar überzogen jetzt nochmal. Guti, damit steht schon fast der grundlegende Aufbau von dem ganzen Getöse hier. Hier muss noch, was muss hier noch ran? Kohle, genau. Da kümmern wir uns beim nächsten Mal drum. Und dann würde ich sagen, danke ich euch an der Stelle erstmal fürs Zugucken. Und gebt noch einen kleinen Hinweis. Wenn ihr das hier seht, dann kommt, sind wir bei der 90. Folge tatsächlich. Das heißt, es steht mal wieder ein Livestream an. Ich werde mal gucken, ob ich den Yoshi und den Schabernack wieder ins Boot hole. Und dann würde ich das gleich jetzt am darauf folgenden Samstag machen. Das wäre dann, oh, jetzt muss ich Terminplan gucken. Der, lasst mich lügen, 5. Der 5.2. Ne, würde ich abends einmal live streamen. Vielleicht habt ihr Bock, ein bisschen zuzugucken. Ich weiß noch nicht genau, was wir machen. Aber ich werde mir wieder was Schönes überlegen. Bis jetzt war es ja immer irgendwie spaßig. Und ja, wäre schön, wenn ihr da mal vorbeikommt. Ansonsten bleibe ich, euer Ragnar Bertholdsson. Freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Freue mich, wenn ihr Spaß hattet. Und wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal.